Hallo, willkommen hier auf meinem neuen Kanal Lennert HD. Ja, was wird auf diesem Kanal geschehen? Wir werden Minecraft zocken und natürlich viele andere Spiele. Nur das kann ich erst machen, wenn ich meinen neuen Bildschirm habe. Aber gut, ach ja, und dieses Let's Play wird ein Let's Play in der Beta-Phase. Weil ich finde, die Beta war immer noch die beste. Ich nenne das nämlich verschollen in der Beta. Ja. Na gut, ich erstelle mal eine neue Welt. Nenne ich auch gleich so. Verschollen in der Beta. Zieht dann nehme ich jetzt mal. Gar keinen. So, dann created jetzt schnell die Welt. Und, los, bau dich auf, Welt. Gibt gerade eben ein paar Lags, weil die Welt muss ich noch erst so einigermaßen generieren. So, jetzt fängt es sich langsam ein und da ist auch schon ein Schaf. Das werden wir erstmal klatschen. Da haben schon Wolle. Ist doch toll in dieser Beta 1.5, wo das noch ging. Würde ich mich eigentlich freuen, wenn sie das wieder reinfügen würden. Ach ja, wo sind wir nochmal gespawnt? Wir sind hier. Bei dem Sand. Ich markiere mir das einfach mal irgendwie so in der Nähe. Ist auch lustig, hier mitten im Wald ein bisschen Sand. Ja gut, was ist denn mit den Minecraft-Sounds? Hört man ja so gut wie gar nichts. So. Ah, schön irgendwo hier. Ich muss mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, dass man ja nicht rennen kann, aber irgendwie wird das schon klappen. Und dann mal schnell ein bisschen Holz. Hier ist es ja immer noch egal, was man hat. Und es passt ja auch. Zurzeit ist vor einigen Tagen die Minecraft 1.5 rausgekommen. Ach, da spielen wir doch gleich in der Beta 1.5. Ist ja kein Unterschied. Bis auf ein paar Neuerungen. Der Baum ist sehr groß. Den nehme ich erstmal nicht. So, dann hier noch das Holz. Und da hinten ist auch noch so eine Lagune, wo man gut sein Haus bauen kann. So. Jetzt mal schnell das hier noch. Eigentlich könnte ich mir schon eine Axt machen, aber das mache ich jetzt erstmal nicht, weil ich will jetzt erstmal hier ein bisschen erkunden. Und ja, ich muss die Monster mal anstellen. Na, das sieht doch mal hammergeil aus. Weil das finde ich das gut an diesen Beta-Maps. Die sehen einfach nur geil aus. Was ist denn das da hinten? Hm. Die sind einfach nur hammergeil. Oho. So viel Hühner auf einmal. Und dann ist noch ein Schaf, das werde ich jetzt erstmal schön klatschen. Für ein bisschen Wolle. So. Boah. Warum leckt denn das hier so? So normal. Müsste ja auch reichen. Eigentlich finde ich hier die Ecke richtig schön. Oder ich gehe mal darüber. Da drüben sieht es mir bald noch schöner aus. Ihr könnt dann auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal ein Texture Pack benutzen soll. Ich weiß ja, wo ich mir welche downloaden kann, nur ich weiß nicht, ob die Beta besser aussieht, wenn man das Default benutzt. Weil eigentlich finde ich das Default hier in der Beta noch viel schöner als heutzutage das Default. So, ein bisschen Kürbis, cool. Könnte man denn hier sein Haus hinbauen? Oh, es wird Nacht, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Wo ist denn die Sonne? Hä, steigt die? Hä? Warum steigt die gerade eben erst auf? Ich habe gedacht, die geht schon wieder unter. Nee, dabei steigt sie erst auf. Ach, egal. Frag mich, wie die Sonne stand, wo ich jetzt gespawnt bin. Komisch. Hm. Ah, eine Höhle. Da gehe ich jetzt erstmal noch nicht rein. Ah, hier, die Landschaft sieht doch cool aus. Hier so ein bisschen bauen.
Oder na, mal gucken, wie es da hinten ist. Ne, ich stell doch mal wieder auf Fahr. So. Zwei Schafe auf einmal, das werde ich ausnutzen. So und so. Ja, ich würde sagen, hier können wir unser Haus hinbauen. Das ist doch eine richtig schöne Stelle. Hier drüben so. Ist ja auch lustig, das Wasser da drüben. Ja. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Warum leckt denn das immer wieder so? Ach so, man kann ja gar nicht Shift drücken. Das habe ich schon wieder vergessen. Stell ich denn die jetzt hin? Einfach mal hier. Ich habe übrigens das Inventar mal schön groß gemacht, damit das jeder sehen kann. Oh, ich vergesse das immer wieder, dass man noch kein Shift drücken kann hier. Um sich das ins Inventar zu nehmen. Egal. Dann will ich jetzt erstmal ein bisschen Stein besorgen, damit wir uns erstmal eine schöne Spitzhacke machen können. Und dann mal die Höhle erforschen können da hinten, wo die auch immer war. Und dann überhaupt Holz schlagen können und uns eine kleine Bude bauen können. So. Mal hier runter. Gut, das reicht dann auch erstmal. Nee, da hinten. Das ist viel geiler. Da müssen wir jetzt hin. Schnell eine Axt. So, hier. Ins Inventar. Und dann bauen wir unser... Los, komm. Dann bauen wir unser Haus da drüben. Das ist eine hammergeile Landschaft. Oder? Ja. Noch hier dieses Meer. Wie tief das hier geht. Da hinten ist auch gleich ein Schneebiom. Cool. Aber die Landschaft sieht wirklich cool aus. Riesige Felsen. Also ein Strand im Hintergrund von großen Felsen. Und hier drüben dann nochmal. Das ist doch super. Ja. Ich frage mich nur, warum ist hier kaum Musik? Komisch. So leise irgendwie. Ich werde wohl in der nächsten Folge dann mal irgendwie ein bisschen Musik hinterpappen. Damit das ein bisschen lauter ist. Ja, Schaf, willst du kommen? Ach nee. Auch wieder so laut. So. Und? Ja. Was sind da hinten? Ach, was sind die berühmten Kiesstrände? Strände. Oh. Ja, Workbench haben wir hier. Ich würde sagen, hier kann man sich sein Haus bauen. Ich baue mich dann erstmal einen Boden rein. Oder? Mal da hochgehen. So, noch eine Spitzhacke. Und dann können wir die jetzt... Na gut, die können wir noch behalten. Dann mal hier hoch. So, nochmal einen Baum abholzen. Ach, hier ist gleich Wasser. Toll. Ja, wo ist denn jetzt die Sonne? Egal. Ich sehe sie nicht, aber es wird sicher bald Nacht werden. Deswegen würde ich sagen, wir bauen uns hier schon mal ein bisschen rein. Damit wir für die erste Nacht einen Unterschlupf haben. Und nicht gleich sterben werden, weil wir sind ja nun wirklich schon ganz schön weit weg. Ich müsste mir die Koordinaten mal aufschreiben. Ja, kommt erstmal schön Kies runter. Eine ganz schöne Menge Kies. So, dann hier noch. Und das auch weg. So, können wir fast bald unser Feuerzeug machen. Hier.
Dann hier unten tue ich jetzt einfach mal eine Workbench rein. So, und jetzt noch ein schöner Ofen. So. Hot Topic. Yeah. Dann mach ich gleich nochmal einen zweiten, damit wir dann noch was braten können. Bevor die Nacht anbricht. So, dann hier das und das. Dann machen wir uns erstmal ein bisschen Zeug. Hier Holzkohle. So wie es heißt. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn die Sonne? Ja, jetzt geht's auch wirklich unter. Na, jetzt geht's immer unter. Schon ein Erfolg. Und hier noch ein bisschen. Oh, verdammt. Und hier noch ein bisschen. So, was könnten wir denn dann bauen? Ja, ich würde sagen, wir bauen unser... Wo ist das Häppling hin? Komisch. Hä, warum ist da oben einer? Oh, es wird Nacht. Jetzt gehe ich mal in unser kleines Haus hinein. Oder in unser Unterschlupfhaus, kann man es nicht nennen. Es ist nur ein Unterschlupf, bevor wir... bis diese Nacht vorbei ist. Dann mal hier rein. So. Und komm, da ist... Ah, da ist die Kohle. Mit der Kohle machen wir uns jetzt schöne Fackeln. Mit den Fackeln... Damit machen wir das. So können wir noch ein paar Tiere spawnen. Und hier drinnen leuchten wir auch erstmal aus. So. Nee. So, dahin. Dann würde ich sagen, wir bauen unsere Bude hier erstmal ein bisschen aus. Und zwar ist das nur ein Mini-Unterschlupf, aber trotzdem sollte der etwas größer sein. Als irgendwas anderes. Und ach ja, es könnte sein, dass wenn dieses Video hochgeladen ist, ich noch kein Kanaldesign habe. Aber das wird sich dann in den nächsten Tagen ändern. Genauso wie der ganze Kanal überhaupt an sich. So, hier nochmal weg. Und ach, jetzt ist die FPS-Anzahl auf einmal wieder hoch, nur weil es Nacht wird. Ja, da muss das Licht erst aktualisiert werden. Ja, das sind alles noch Bugs, die dann wohl immer noch da waren. So, los. Jetzt ist es dunkel. Na, endlich. Mache ich eigentlich gleich mal eine Schaufel, weil das die ganze Zeit mit der Hand wegzumachen ist auch irgendwie nicht der Sinn der Sache. Und dann mache ich gleich noch mal so hier. Nee, nur eine. Das ist schon wieder falsch. So. Und dann jetzt hier mal schön weg. Okay. Oh, die Holzspitzhacke geht auch bald kaputt. Na gut. So, einsacken und dann jetzt mal mit der Wolle ein kleines Bett machen. Weil ich finde, in dieser Version ging das noch viel einfacher im Gegensatz zu heute. Ihr kennt es ja. Ups. Weil wenn man heute sich mal schnell für den ersten Tag Holz, Wolle besorgen will, muss man entweder drei Schafe töten oder irgendwo Eisen herbekommen und sich eine Schere machen. Da finde ich das Prinzip in der Beta doch viel besser. So wie man es hier machen muss, einfach mal schnell Schafe anklatschen und schon hat man, ja, Wolle. So, jetzt aktualisiert sich das Licht wieder schön. Mhm. Kann man den Nebel eigentlich auch irgendwie ausschalten? Maus, Egal. Ich mache erstmal nochmal schnell ein Holzschwert. Ich weiß ja nicht, ob hier draußen noch irgendwelche anderen Kreaturen sind, die uns angreifen wollen. Und dann mal schnell F3.
F2 und so. Ich will nur wissen, wo die Koordinaten waren ungefähr. So, dann mal hier die Landschaft anschauen. Da ist noch ein Creeper. Oh, auf einmal sind da zwei Schafe. Das ist halt dieses lustige Spawn. Rennt denn der Creeper ein? Der sieht mich ja nicht mal. Ha, Noob. Noob, Noob, Noob. Na, egal. Dann verabschiede ich mich mal für diese Folge. Und ich sag, tschüss. Bis zur nächsten Folge, wo dann auch etwas Musik hinterlegt ist. Tschüss, Leute.